Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Ride 2. Ich weiß, viele von euch sind Ducati-Fans und ich habe mir eine Ducati besorgt. Allerdings muss ich sagen, dass sie im Renntrim nicht ganz das Wahre ist. Zumindest im Spiel ist sie da verhältnismäßig ein bisschen schwach auf der Brust, wenn man sie vergleicht mit beispielsweise der Suzuki GSX R750. So, jetzt habe ich sauber ausgesprochen. So, und da kann man mal ganz kurz schauen. Ich fahre nämlich mit der Klasse bis 520 Leistungspunkte und da haben wir unter anderem, Moment, genau, die GSX R750 hier. Die ist so ziemlich das stärkste Ding, was man da haben kann. Wir haben entsprechend eine, na, wo haben wir sie? Eine Ducati 916 von 1994, selbes Baujahr wie ich, da freue ich mich eigentlich drüber, aber allgemein ist sie wesentlich schwächer, zumindest im Renntrim, als die Suzuki. Deswegen würde ich sagen, wir werden uns auf jeden Fall Ducatis anschauen, aber jetzt für den Moment ist entsprechend die Suzuki hier das Nonplusultra, wenn man so will. Und deswegen muss ich ein Bike verkaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches Bike verkaufe ich? Ich werde, wie gesagt, nochmal eine Ducati kaufen, aber jetzt erstmal, es wird gerade verwendet, dann nehmen wir die einfach. Dieses Bike einfach. So, dann verkaufen wir die Ducati für 12.065 Credits. Das kriegen wir schon noch hin. Jetzt zunächst werden wir allerdings hier beim Hersteller entsprechend eine Suzuki anfragen. So, man kann sich auch hier wirklich verschiedenste holen. Die Tausender ist sowieso, also mit die geilste, finde ich. Das ist richtig, richtig schick, das Teil. Gut, eigentlich sind fast alle Rennmotorräder richtig schön. Also, ich finde, Motorräder haben allgemein etwas sehr, sehr Formvollendetes, wenn man es so sagen möchte. Die sehen halt alle wunderschön aus, wenn man mich fragt, weil die sind halt so scharf quasi geschnitten und das ist halt irgendwie, weiß nicht, es sieht aerodynamisch sinnvoll aus, sagen wir es mal so. So, dieses Motorrad wird als Favorit eingestellt und ihr werdet gleich sehen, wie krass das Ding entsprechend abgeht. Wir können hier ein bisschen was anpassen, natürlich wie immer, unter anderem den Motor könnten wir anpassen, die ECU können wir hier verändern. So, damit sind wir bei 482, den Luftfilter, ja, damit sind wir bei 491 und es gibt ordentlich Leistung. Der Auspuff. So, Hochleistungsöl, ja, braucht man nicht unbedingt, glaube ich. So, und wo ich auf jeden Fall dran arbeiten werde, ist das Fahrverhalten. Denn das Fahrverhalten, also die Beschleunigung scheint hier echt zu passen bei dem Teil. So, die Federung verbessern wir auch mal. So, freudscher Versprecher. Das Ding ist, ihr habt hier ein Attribut von 0,2 im Plus beim Fahrverhalten, aber keine Leistungspunkte. Kein Leistungspunktenzuwachs und das ist echt ziemlich, ziemlich geil. So, ansonsten könnt ihr euch hier entsprechend die Bremssättel holen. Die Bremsklötze holen wir uns entsprechend auch nochmal, vielleicht oder auch nicht. So, und falls sich jemand gerade die Werte irgendwie gemerkt hat von der Ducati, ich glaube, es ist schon ein riesiger Unterschied gerade hier zu sehen wieder zwischen den beiden. Also, das ist auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht, könnte man fast sagen. So, Getriebe bauen wir ein, denn es gibt etwas sehr, sehr Besonderes, was ich euch auch nochmal zeigen möchte. So, ansonsten Nummernschild und Blinker entfernen, genau. So, das bringt aerodynamisch eigentlich was, aber punktemäßig eigentlich nichts. Ist ein bisschen schade, also macht durchaus Sinn, dass man da theoretisch mehr Punkte hätte. So, ansonsten, was kann ich hier noch verbessern? Also, ich könnte hier natürlich die Bremssättel wieder auf Standard setzen und die Bremsklötze verbessern. Oder ich mach's mal anders. So, Quickshifter, 518 Punkte. Und irgendetwas anderes. Irgendwas, was mir 2 Punkte bringt. Ich könnte auf Felgen ausweichen, aber ich suche erstmal hier. Ja, das ist alles, das bringt alles zu viel, Leute. So, die Federung
bringen punktetechnisch gar nichts, deswegen ist es egal, was wir damit machen. Vielleicht andere Felgen. So, die Slicks wollen wir behalten. Es bringt uns alles auf 522 hoch. Gut, dann bleiben wir einfach bei 518. 518 ist auch kein schlechter Wert. Und ich meine, so weit entfernt ist man da nicht von der 520. Und von den Credits her passt es ja im Moment auch nicht so ganz. Deswegen würde ich sagen, let's go. Wir gehen zu den Saison-Events, zur Rookie-Klasse. Da bin ich einen zu weit gegangen kurz. So, hier haben wir die Spot-Spikes bis 520. Und das ist was Cooles. Drag-Rennen gibt es unter anderem. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit dem Teil hier unterwegs bin. Achso, ich habe mich schon gefragt, warum meine Ducati nicht angezeigt wird. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Nee, ihr könnt entsprechend oder ihr sollt nur schalten und natürlich beschleunigen. Das, was man bei einem Drag-Rennen komischerweise so tut. Ich mag auch den schrillen Sound hier. Ich weiß, die Sounds in Ride 2 sind eigentlich nicht so cool, aber ich finde, hier passt es ganz gut. Ja, da unten kommt auch so ein bisschen der Befehl immer wieder. So, die Ducati hat ganz am Ende die 250er Marke angekratzt. Und wir sehen, wie viel wir mit der Suzuki hier fahren. Die ist einfach mega schnell. 280. So, gegen was sind wir gefahren? David Ortega, was fährt er denn? Müssten wir gerade mal schauen. Sah so ein bisschen von der Entfernung her aus wie die Ducati, die ich vorhin hatte, die 916. Boah, und ich muss echt sagen, also ich habe bei der vierten Folge, glaube ich, erstmals auf dem PC gespielt. Da waren ein paar Slowdowns natürlich verfügbar, aber seitdem ich meine Grafikkarte jetzt doch umgesteckt habe, da ich ja den falschen Slot aus Versehen gewählt hatte, sieht das Bild einfach mega flüssig aus. Also wirklich Hammer. Oh, da ist einer gar nicht mal so langsam. Da muss man mal aufpassen. Oh, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Er kommt näher. Er kommt näher. Er zieht gleich vorbei. Ich glaub's nicht. Oh Mann, Foto-Finish. 280, komm schon, fahr 280. Und wir schaffen's. Wir schaffen's ganz, ganz... Oder? Wir schaffen's ganz knapp. Yes! Boah, alter Schwede, was für eine schwere Geburt. 5800 Credits. Das Bike hat sich jetzt schon fast gelohnt. Nee, David Ortega hatte eine Triumph Daytona 675. Unsere Ducati war leider nicht vertreten. So, die Ducati hat ursprünglich 475 Punkte gehabt. Die Suzuki 478 Punkte. Ich vertraue euch da definitiv. Vor allem hat es jetzt auch ein User bestätigt, dass man dann... Fahren wir mal in Donington. Dass man da entsprechend mit weniger Leistungspunkten, also mehr Tuning, dass man da tendenziell schneller ist. Das hat ein User bestätigt entsprechend und ja, ich vertraue euch auch da, aber komisch finde ich es trotzdem, dass die Ducati bei 475 Punkten am Anfang nur auf 400, langsamer ist als die Suzuki und da kommt man halt von 478 Punkten angeschossen. Ich habe mich da ein bisschen gerade verhaspelt, man merkt es wahrscheinlich.
So, die Strecke liegt mir ganz gut. Warum ich trotzdem die Ideallinie anhab? Ah ja, ich möchte halt nicht irgendwie 10.000 mal die Bremspunkte verpassen. An den User, der mich immer wieder auch auf die Rewind-Funktion aufmerksam macht, die habe ich abgeschaltet. Einfach weil ich weiß nicht, ich finde Rewinds, die nehme ich sicherheitshalber. Oh Gott. Die Schikane ist hier im Motorrad absoluter Horror. In Assetto Corsa fährt man da einfach quasi komplett durch. Aber wir haben trotzdem Zeit gut gemacht. Weiß nicht, ich nehme mir die immer mit, die Rückspulfunktion, sicherheitshalber, damit ich irgendwie, falls ich irgendwo mal gegen knalle und das ist... okay, ich rede gerade wieder Unsinn. So, falls ich irgendwie, keine Ahnung, eine unberechtigte Strafe oder so bekomme oder ob irgendwas passiert, was irgendwie nicht cool ist, zum Beispiel... In der Formel 1 ist es mir immer wieder mal passiert, dass ich einen Boxenstopp hatte und da habe ich entsprechend gesagt, okay, ich möchte die Reifen haben und die hat er nicht ausgewählt. Zumindest in F1 2015 war es so. Wenn ich privat zocke, also nicht competitive, zum Beispiel Forza, gut, da nutze ich sie auch, wenn ich irgendwo gegenknalle. Deswegen habe ich den Satz nochmal anders angefangen. Und ja, wenn ich sowas wie Ride 2 spiele, hier gibt es ja nicht irgendwie so Bugs oder so, die du fixen musst dadurch... Oh, Imola. Let's do it. Hier gibt es ja nicht wirklich Bugs, die du dadurch fixen solltest. Oder die Rennen sind auch nicht so lang, dass du entsprechend, wenn du es einmal verkackst, irgendwie viermal wiederholen musst oder so. Sondern es ist immer recht human gestaltet, sag ich mal. Aber bei Forza nutze ich es auch, werden sich jetzt einige fragen. Ja, aber Forza ist auch ein Fun-Racer für mich. Und hier sehe ich so ein bisschen immer noch die Competition. Deswegen gibt es hier bei mir kein Rewind. Ja, man merkt, ich bin beim Start immer etwas verhalten. Also wir haben hier ein absolutes Beschleunigungsmonster auf die Beine gestellt, glaube ich. Habe ich hier überhaupt einen Quickshifter eingebaut? Ja, in Imola könnte man eigentlich... Übrigens, ich mache das mal so, dass ich die Gesamtkarte mal anzeigen lasse. Finde ich immer wieder ganz cool. So, Streckenkarte ein. Ach, das geht gar nicht. Ja, Mann. Hier würde ich mir ein paar zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten wünschen, weil die gesamte Streckenkarte anzuzeigen, wird sehr, sehr cool sein, vor allem auch in Ausdauerrennen, dass man da weiß, was los ist. Uiuiui. In Imola könnte man eigentlich die Getriebeübersetzung sehr, sehr kurz gestalten, aber es gibt eine extrem lange Gerade. Wobei es darauf ankommt, ob man das Layout mit oder ohne Schikane fährt. Ach, dammit, ja. Da habe ich mal zu spät gebremst. Beim Start sehr vorsichtig gewesen. Hier total unvorsichtig. Auf den 5. Platz zurückgefallen jetzt. Oh, sorry. So, wir fahren die Variante ohne Schikane. Das heißt, wir haben die elendig lange Gerade. Und deswegen... Oh, nee, doch nicht. Wir fahren mit Schikane. Das freut mich. Das ist nämlich die Variante, wie ich sie noch von der Formel 1 kenne. 1,3 Sekunden Rückstand zum 2. Platz. Vergesst es, zum 3. Platz. Eieiei. Ich habe den Crash kurzzeitig verdrängt. Ihr merkt es vielleicht, heute
bin ich so ein bisschen auf dem falschen Fuß aufgestanden. Ansonsten die Frage, was haltet ihr von der GSX-R 57? Und vor allem von unserer Version, denn das Teil hier hat eine Beschleunigung, die ist der Hammer. In Imola vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber wie gesagt, solange man keine Rennbikes fährt, habe ich das Gefühl, dass Leistungstuning, also Tuning in Leistung, Drehmoment und vielleicht auch Gewichtsreduktion, dass das mehr bringt, oh Mann, als das Handling zu verbessern. Und wir haben das Handling ja auch sowieso schon verbessert, aber das Ding ist halt, eine Gerade wird länger vom Zeitlichen her, je langsamer dein Auto ist oder dein Motorrad ist. Und selbiges tritt hier halt ein. Wir sind bei 2 Sekunden Rückstand. 83.000stel schneller als der Führende, würde ich jetzt mal tippen. Ich wusste, dass es irgendwann schief geht und es ist gerade so noch gut gegangen. Der Hubbel, der kriegt einen immer wieder. Der hat mich auch in der DTM immer wieder ein paar Nerven gekostet. Eigentlich fährt man da ganz, also wenn man da ganz links fährt, dann hat man natürlich eine ganz, ganz komische Linie für die eigentlich theoretische Ideallinie, wenn es da kein Hubbel gäbe, aber es macht durchaus Sinn, da ganz links zu fahren. Zumindest mit einem Auto ist es halt so. Weil du da über eine Ebene, oh Gott, über einen ebenen Streckenabschnitt fährst. Und es sieht ganz so aus, als könnten wir uns hier den zweiten Platz sichern. So, und die Top 3 ist, glaube ich, von Suzuki GSX R 57. Dominiert. Oh, sehr schlecht rausbeschleunigt, aber wir haben es doch geschafft. Wir haben den zweiten Platz geholt. Das gibt 3.500 Credits. Na, immerhin, ist auch was. So, und ganz vorne ist doch eine Honda VTR 1000 gewesen. Oh. Und es war gar keine Suzuki GSX R 57, die wir da überholt haben. Ja, ich schaue mir das immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel dann an, tatsächlich. Okay, es ist gar keine überhaupt mitgefahren. Das irritiert mich jetzt so ein bisschen. Gerade eben, als ich die Ducati gefahren bin, sind eigentlich nur Suzukis hier unterwegs gewesen. Und die haben alles in Grund und Boden gefahren. Also, die 57er. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sind auf Platz 261. Fahren wir nochmal ein Rennen. Oder ein Einladungsrennen. Okay, let's do it. Einladungsevent. Bike in der Garage verfügbar. Bis 170. Bis 270. Wollen wir uns direkt ein neues Bike kaufen? Ja, oder wir müssen wohl. Es sei denn, ich nutze hier die Honda. Und ihr merkt, wie begeistert ich das gesagt habe, oder? So, nee.
Belohnungen. Wir kriegen entweder die etwas ältere oder die etwas neuere R6. Und dafür kaufe ich mir eventuell auch gerne mal ein Bike. Wie viele Punkte dürfen wir denn insgesamt mitbringen? 270. Ja, das ist natürlich jetzt... ist natürlich jetzt kritisch. Also die KTM für 12.000 reicht 4.000, um das Teil hier so gut hochzuzüchten, dass wir hier entsprechend konkurrenzfähig sind. Das ist die Frage. Ansonsten für so gut wie nichts anderes reicht unser Geld eigentlich. Also auch hier kann ich mir entsprechend die Kagiwa Mito holen, aber... na gut, ich könnte die auch ziemlich gut tunen, theoretisch. Also ich könnte die bis 170 auch hochtunen fast. Und wir hätten auch ein Bike für die nächste Klasse. Also das wäre nicht blöd, glaube ich. So, wir gewinnen die Aprilia und eine KTM. Oder eine KTM. Ich weiß nicht, wie war es beim letzten Einladungsevent? Haben wir da... nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja. Okay, hinter uns sind Leute mit 150 Punkten. Okay, das Rennen aufgeben, bedeutet das das Rennen verlassen oder bedeutet das die Einladungsevents zu überspringen? Ich hoffe mal, dass wir die Einladungsevents nochmal auswählen können. Ja, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Neues Motorrad kaufen. Also, das zweite neue Motorrad hier in dieser Folge. Na, ich finde die in Rot, Weiß, Schwarz sehr, sehr schick. Ach ja. So, der neue Favorit ist angekommen. Und wir können es direkt anpassen. Also bis 170 dürfen wir entsprechend hochgehen. Luftfilter. Ich würd sagen, wir machen wie immer natürlich die Leistung erstmal hoch. So, Öl ein bisschen. Nö, wir haben schon das gute Öl, scheinbar. Und wir haben nicht genug Credit. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ist nicht mein Ernst, oder? Okay, gut. Bremsen. Oder ganz kurz. Erstmal die Federung. Die kostet 2000. Ja, dafür verbessert sie das Fahrverhalten, ohne dass sie die Punkte erhöht. Okay. Schon wieder 2000, die Scheibenbremsen. Ja, okay, gut. Die Bremssättel dürften günstiger sein. 1000. Ist halt auch nicht so wenig alles, ne? Bremsklötze, komm schon, ja, das ist günstig. Jetzt müssen wir ordentlich hier haushalten mit der Kohle. Getriebe verbessert zwar nichts, aber also man könnte da ein bisschen was an Feinabstimmung machen, aber ja, das wird jetzt schwierig. Neue Felgen. Moment, die kosten ja gar nichts. Na, okay. Zu früh gefreut. Ach, die kosten ja gar nichts. Doch, doch, die kosten schon was. 144 Leistungspunkte haben wir damit. Die Reifen verbessern. Ja, für 2000 neue Reifen. Die bringen es aber. Ja, damit sind wir bei rund 150 Punkten. Ich würde sagen, das passt schon irgendwie. Ansonsten Blinker und Nummernschild entfernen.
So, und damit geht's ins Einladungsevent. Hoffentlich haben wir hier eine Chance. Hoffentlich kommen jetzt nicht Bikes, die bis 170 hochgehen. Also, das wäre jetzt natürlich blöd, ne? Da würde der Abstand von 20 Punkten immer noch recht konstant da sein. Nein! Wir sind in einem sehr ausgeglichenen Feld, außer dass vorne recht langsame unterwegs sind. Unter anderem die Honda, die wir auch haben. Dreimal vertreten in den Top 6, glaube ich. Okay, das geht mir gerade so ein bisschen zu deutlich. Ich traue dem Braten nicht. Vielleicht sind wir auch auf der Geraden eine Übermacht, aber in den Kurven ein bisschen angreifbar. Der aktuelle Abstand 0,7 Sekunden. So, 160 km/h geknackt. Ja, wir haben auf der Geraden auf jeden Fall ja, knapp über 800stel Zeit gut gemacht. Das ist also ein bisschen unser Territorium, aber wir schauen mal, ob die Kurvenfahrt ebenso dazu gehört. Oh, 9 Zehntel. Okay, also das ist eine sehr lange Kurve, deswegen würde ich einfach mal tippen, dass wir in der Kurve sehr, sehr schnell sind. Kurvenein- und Ausgang ist ja immer noch so ein bisschen was anderes noch zusätzlich. ...2,4 Sekunden der Vorsprung. Jawohl, wenn wir das jetzt hinkriegen, dann haben wir hier entsprechend sowas von hier abgerockt. Da war die Entscheidung, das Teil hier zu tunen, doch richtig. So, eine absolute Bestzeit habe ich am Ende nicht nochmal knacken können, meine bis dato vorhandene. 49,6 war's. Ja, davor, danach bin ich eine 49,8 nochmal gefahren. Ey, sorry für die ganzen Versprecher, ne? Ich verplapper mich heute so häufig, ich glaub's gar nicht. So, hier haben wir die Aprilia oder die KTM. Ich muss aber echt sagen, ich finde das Design der KTM richtig schick. Die Aprilia ist aber noch schneller. Huh. Stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, welches Motorrad für welche Klasse zur Verfügung steht. Oh Gott, es ist echt schwierig. Ach komm, mein Herz schlägt für die KTM. Ich finde die richtig schick. Die sieht richtig, richtig gut aus. Ich werde die Entscheidung nicht bereuen. Ich kann mir alle auch nachkaufen, theoretisch. Wenn ich sie dann nicht verkaufe wie die Ducati, dann passt das. Okay, Leute. 20.000 Credits fließen somit in unsere Taschen. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Dadurch, dass wir keine Fahrhilfen oder weniger Fahrhilfen nutzen. Keine wäre definitiv gelogen. So, ich würde sagen, wir tunen das Teil hier nochmal auf 170 Leistungspunkte hoch. So, Steuergerät haben wir drin. Ich würde sagen, wir passen. Gut, das Getriebe brauche ich nicht unbedingt. Also, ich werde bei nicht so vielen Strecken direkt wissen auf Anhieb, wo meine Höchstgeschwindigkeit liegt. Und werde entsprechend dann handeln können. Sondern
ich werde so ein bisschen auf gut Glück oder würde wahrscheinlich auf gut Glück handeln. Deswegen würde ich einfach sagen, belassen wir es einfach beim Standardgetriebe. Da sparen wir uns einfach 2000 Credits in diesem Fall jetzt. So, ansonsten hier alles verbessern. 155, die Federung. Ja, die verbessert das Fahrverhalten nochmal enorm. Und hier bei den Rädern, da können wir uns unter anderem noch die Reifen zulegen. Und die haben wir schon. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war... Moment. Doch, ja, okay, gut, wir haben schon den Auspuff verbessert. Ja, also das war eine ziemlich, ziemlich geile Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Zwei neue Motorräder haben wir hier in unserer Garage stehen. Ein drittes hatten wir, aber das haben wir wieder verkauft. Wir werden es uns irgendwann nochmal wiederholen, beziehungsweise eine andere Ducati. Und ja, beim nächsten Mal geht es entsprechend weiter. Dann vielleicht so ein bisschen wieder mit der Suzuki, ein bisschen mit dem Teil hier. Und dann haben wir vielleicht bald auch so viele Credits, dass wir frei entscheiden können, okay, wir wollen dieses oder jenes kaufen. Und ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich bei den nächsten Saison-Events ein bisschen, also bei den Einladungs-Events, ein bisschen vorbereitet bin. Das wäre auf jeden Fall super. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Ride 2.